So, Automatisierungsskripte steht heute an. Was ist das? Ja, ihr habt ja vielleicht bei mir gesehen, bei meinen Servern, wenn ich da bei meinen Servern irgendwas mache und sage, ja, Neustart, dauert 5 Sekunden, dann geht das relativ schnell. Warum das so schnell geht, ist, weil ich die Server nicht immer wieder manuell starten muss, sondern weil ich gerade dieses Skript laufen habe, wo die Server manuell neu gestartet werden. Wie das funktioniert, können wir uns ja mal ganz kurz hier angucken. Ich gehe mal ganz kurz auf meine Server rauf. So. Wenn ich auf meinem Laptop die Server starte, dann gebe ich nicht den Befehl ein, den wir hier eingegeben haben, sondern ich starte ein Skript. Und zwar sieht das ungefähr so hier aus. Bam. Das macht jetzt Folgendes. Wir warten 2 Sekunden. Dann starten wir dieses Skript. Dieses Skript macht dann nichts anderes, als den eigentlichen Server zu starten. Also das ist quasi, in diesem Skript steht das drin, was wir hier genau eingegeben haben. Wenn das Skript beendet ist, weil der Server zum Beispiel runtergefahren ist oder abgestürzt ist, dann geben wir eine Breakline aus, die dann hier steht, fine. Und dann sind wir fertig. Mit dem fertig ist das aber, weil hier vorne while steht, ist das eine Schleife. Das heißt also, wenn er fertig ist, beendet er das Ganze nicht einfach, sondern fängt wieder von vorne an. Heißt also, nach dem Beenden von meinem Test kommt diese Linie, dann wird es wieder 2 Sekunden gewartet und dann wird das aber wieder gleich direkt neu gestartet. Das können wir uns mal ganz kurz in Action angucken, aber vorher möchte ich nochmal zeigen, was hier drin steht in dieser Datei. Dazu gehen wir jetzt einfach mal wieder ein. Das Ding hier, können wir gleich mal hier gucken, ne, bam, ist genau diese Datei, weil diese Tilde ist nichts anderes als das hier. So, und hier steht wie gesagt genau das drin, was ich auch vorhin schon gezeigt hatte, in der ersten Folge und in der zweiten, weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich getan? Nein. Umleiten zu diesem Verzeichnis, heißt also alles, was für diesen Server wichtig ist, steht in diesem Verzeichnis. Dann natürlich MyTest selber. Bei euch habt ihr hier natürlich nur MyTest zu stehen. Dass hier Home, Knoppix, MyTest, Bin, MyTest steht, liegt daran, dass ich das bei mir ein bisschen anders installiert habe. Warum das so ist, ist jetzt irrelevant. Fakt ist, ich habe es bei mir ein bisschen anders gemacht, weil ich bei mir quasi mehrere MyTest-Versionen gleichzeitig betreibe. Deswegen ist das bei mir so, wenn ihr MyTest ganz normal installiert, so wie ich es am ersten Video erklärt hatte, mit diesem sudo apt install MyTest oder aber sudo su und dann apt install MyTest, dann kann das alles hier weg und bei euch steht nur das hier. Ne? Genauso steht dann bei euch wahrscheinlich, wenn ihr das 1:1 genauso gemacht habt wie ich, dann natürlich das hier drin, was kompletter Humbug ist, weil das ist ein temporärer Ordner, das wäre also ganz so dumm. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ihr es gemacht habt im Home-Verzeichnis. Ihr habt Ubuntu installiert, keine Ahnung, heißt ob euer Konto heißt ob, oder ihr heißt Klaus Peter. Oh, und habt extra einen Ordner erstellt für MyTest-Server. Bam, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, hier steht das drin, was ihr eingegeben habt. Also das, wo halt euer Ordner ist. Dann MyTest. Dann halt wie gesagt Server. Die Welt, die müsst ihr natürlich dann auch anpassen, den Pfad, klar. Und hinten steht noch euer Port. Was das Terminal hier zu suchen hat, das erkläre ich vielleicht auch nochmal, aber nicht jetzt, das ist erstmal irrelevant. Funktioniert meistens sowieso nicht, weil das hier ist eine Funktion, die ist, wenn ihr MyTest über Debian normal installiert, habt ihr diese Funktion gar nicht. Ist aber auch irrelevant, ist komplett scheißegal. So, nicht speichern. So, das ist wie gesagt die Datei und diese Datei wird hier oben immer ausgeführt. Das heißt also, diese Datei startet praktisch den Server und wenn der Server wieder beendet ist, warum auch immer, dann wird eine Breakline ausgeführt und das alles wird mit dann wieder von vorne beginnen. So, das können wir mal ganz kurz in Action sehen. Dazu verbinde ich mich mal ganz kurz mit meinem Server. Bam, also mit meinem Laptop meine ich jetzt.
hier drauf laufen gerade die ganzen Server. Oh, auf dem Micron-Server ist gerade Action. Dann werden wir den mal nicht benutzen. Aber hier haben wir ja ein paar. Ah, hier wäre auch Action. So, wir werden einfach mal den hier benutzen. So, wenn ich jetzt den Server runterfahre, dann guckt mal genau zu, was passiert. Ne? Der Server ist jetzt noch aktiv. Jetzt drücke Steuerung C. Bam, Server runtergefahren. Die Linie fein. Und nach 2 Sekunden startet der Server automatisch wieder von vorne. Badam. Und ist wieder online. So schnell geht das. Und das ist halt quasi, ja. Das ist halt das Schöne. Das Gleiche ist halt auch, wie gesagt, wenn ich das über Ingame mache. Also ich mache jetzt hier mal, ne. Ich spiele jetzt auf meinen Server. Ich verbinde mich. So. Walker. Habe ich das aber ja, ich habe vertippt. Bam. So. Ja, ich habe gestern den Cache geleert, dauert jetzt ein bisschen. Easy. So, und wenn ich jetzt hier sage, wir können mal parallel hier zugucken, mal gucken, ob man das hier einrichten kann. So, ich bin jetzt hier drauf, ne? Walker joined the game. Und jetzt sage ich hier Shut down. Bam. Und sehe direkt hier, wie das Ganze neu startet. Und sobald der fertig ist, kann ich direkt wieder drauf joinen. Alter. So, jetzt nochmal in-game. Shutdown. Und ich kann mich quasi gleich direkt danach wieder verbinden. Bumm. Und das ist halt der Vorteil an diesen Skripten. Da geht halt sowas wie so Neustart extrem schnell. Deswegen werden wir zuallererst genau das implementieren. Das heißt, um das zu tun, machen wir jetzt Folgendes. Wir sagen, wir legen uns hier extra noch eine Datei an. Zum Beispiel nenne ich sie halt einfach immer, weil sie startet halt unseren Server. Deswegen one.sh. Man kann das SH natürlich auch weglassen. Wir machen es jetzt einfach mal mit SH. Ne? Ganz offiziell. Ne? Wir müssen uns ja hier an Standards halten. So, also richtig schön Raute, Ausrufezeichen. Bin Bash. Wie ein guter alter Java-Programmierer. Spaß. So, jetzt unser Skript. Hier kommt, wie gesagt, jetzt der Befehl rein, der unseren Server startet. Das ist dieser wunderschöne Befehl hier. Deswegen kopieren wir den einfach mal hier rein. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt speichern. Und jetzt können wir auf zweierlei Arten verfahren. Entweder wir machen das so, wie ich es gemacht habe. Das heißt, wir machen while sleep 2 do bash. Ich werde gleich nochmal alles einzeln Schritt für Schritt erklären. temp.bbb mytest und dann one. Echo fertig. Warum ich das hier mal benutze, werde ich auch gleich nochmal erklären. Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Wir werden es auch gleich mal ohne probieren. Und dann sind wir fertig. Dann. Jetzt läuft der Server. Jetzt einmal beenden. Fertig. Und nach 2 Sekunden startet der Server wieder. So, warum habe ich jetzt dieses Fertig hinzugefügt? Ganz einfach. Wenn ich jetzt hier abbreche, dann startet der Server direkt wieder von vorne. Das heißt also, um das Ganze abzubrechen, also sowohl den Server runterzufahren, als auch das Wiederstarten abzubrechen, muss ich, nachdem der Server runtergefahren ist, nochmal STRG-C drücken. Das heißt, STRG-C, STRG-C. Das Problem dabei ist, wenn der Server noch läuft und ich dann zweimal STRG-C drücke, dann fährt der Server nicht runter, sondern bricht einfach ab.
Das ist, wie gesagt, nicht gut. Voila, Habibi, nicht gut. Deswegen müssen wir einmal STRG-C drücken, um den Server runterzufahren. Und wenn der Server runtergefahren ist und er in dieser 2 Sekunden Wartezeit ist, dann nochmal STRG-C drücken. Und das Problem ist, damit wir wissen, wann der Server fertig ist mit runterfahren, muss er uns das irgendwie signalisieren. Und das macht er aber nicht. Das Einzige, was uns sagt, ist das hier. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Echo weglasse, dann ist der Server aktiv. Er ist jetzt runtergefahren, aber ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich schon aus ist. Und bevor ich wieder drücken kann, also bevor ich jetzt abbrechen kann, ist der nächste Server bereits aktiv. Und deswegen brauche ich irgendein Signal, der mir sagt, okay, jetzt kannst du abbrechen. Und deswegen halt dieses mit diesem fertig. Und jetzt weiß ich, okay, ich drücke einmal zum Neustarten. Und jetzt würde ich den Server runterfahren. Und jetzt weiß ich, okay, ich drücke einmal, er ist fertig, also kann ich nochmal drücken. Bam, abgebrochen. So kann man wunderbar mit dem Server handhaben. Wenn einem diese 2 Sekunden zu wenig sind, man kann die Werte natürlich auch höher setzen. Also man kann ja auch eine 10 reinsetzen, ne? Kein Problem. Da hat man halt immer 10 Sekunden, bis der Server hochfährt. Also jetzt warten wir 10 Sekunden. Bumm, startet der Server. Und wenn ich jetzt sage neu starten, dann warten wir wieder. Er ist fertig mit dem Runterfahren, also warten wir jetzt wieder 10 Sekunden. Dann startet der Server automatisch wieder neu. Badam. Oder aber wenn wir den Server wirklich beenden wollen, dann drücken wir einmal auf Runterfahren. Er ist fertig, also können wir jetzt abbrechen. Boom, easy. Wie gesagt, wenn man da schon ein bisschen eingespielt ist, wenn man also weiß, wann man drücken muss, so wie ich, dann sind 2 Sekunden vollkommen in Ordnung. Wenn er noch ein bisschen struggelt und ein bisschen Angst hat, dass er da irgendwie was falsch, der kann den Wert, wie gesagt, auch höher setzen. Ist eigentlich irrelevant, was da drin steht. Hauptsache, es ist ein Wert, mit dem man selbst klarkommt. So, das war das eine. Jetzt haben wir praktisch ein Skript, der das Ganze automatisch startet. Wer natürlich das Ganze hier nicht haben möchte, weil er sagt, dass alles hier sieht scheiße aus und ist viel zu lang und ist nicht ästhetisch, der kann das Ganze natürlich auch mit in dem Autostart-Skript einbringen. Das heißt, wir machen nochmal hier unser Skript auf. Ach ja, habe ich ja hier. So. Und diese While-Schleife kann man nämlich auch hier einfügen. Das geht ganz einfach, indem man einfach hier sagt, while sleep 10, do das hier. Beziehungsweise wir machen das mal, ne, korrekt. So, jetzt Echo fertig und dann. Easy. So sieht das Ganze aus, wenn man das alles innerhalb dieser Datei macht. Und jetzt muss man selber bloß noch die Datei selber ausführen. Das heißt, tada. Genau genommen könnte man sogar das hier alles weglassen. Man könnte das einfach so schreiben. Dann muss man aber diese Datei hier ausführbar machen. Das heißt, wir müssen bei Berechtigungen auf Ausführen darf jeder. Jetzt können wir diese Datei auch so starten, ohne Feuerbash ranzuklatschen. Deswegen ja auch hier oben das Ding, weil es quasi ein Skript ist. Und jetzt können wir sagen, Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Das ist wunderbar. Achso, ja. Quatsch. So. Und jetzt haben wir wieder 10 Sekunden Wartezeit. Ganz schön viel. Tada, Server ist gestartet. Jetzt können wir einmal sagen, abbrechen. Fertig. Perfekt. So, und jetzt können wir sagen, fertig, abbrechen. Bam. Funktioniert also genauso. Deswegen, ob ihr nun diese While-Schleife hier einfügt oder aber in euer Skript einfügt, ist gehopst wie gesprungen. Hier sieht es natürlich cleaner aus, klar. Ne? Also jeder normale Mensch würde das hier machen. Aber ich persönlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es halt damals hier gemacht und seitdem mache ich das immer direkt in der Kommandozeile. Ja, wie gehopst. So, wir können natürlich auch richtig schön machen, so wie ich das gemacht hatte, hier mit ganz vielen Strichen, als richtige Trennlinie. Wer das wissen möchte, warum ich das so mache, früher, kennt einer von euch noch Endlospapier? Glaube nicht.
ist schon ein bisschen älter, keine Ahnung. Da hat man quasi bei diesen, wenn man Sachen gedruckt hat, hat man immer zwischen diesen Blöcken sowas hier hingemacht und dann zum Beispiel noch eine 8 hinzugefügt. Eine 8 hinzugefügt und größer gleich, kleiner gleich. Und dann hat man das quasi so als, ja, ne, man merkt schon, auf was das hinausläuft, als Schneidlinie. Konnte man daran denn das ausgedruckte Papier durchschneiden an der Stelle und hat es damit getrennt und genauso habe ich das quasi dann gemacht, dass ich die quasi so, fein. So, jetzt setzen wir mal die Welt hier wieder ein bisschen kleiner. So, und schon haben wir hier wunderschön, wissen wir genau, Server startet. Und wenn diese Linie kommt, können wir quasi abbrechen. Also quasi jetzt. Bam. Easy. Und das ist halt auch genau die Linie, die ihr immer bei meinen Servern seht. Ne? Hier ist ja... Da. Tada. Fein. Wunderbar. So. Server oft genug neu gestartet. So. Das war das. Und jetzt habt ihr also quasi das erste Skript, um den Server immer wieder zu starten oder automatisch laufen zu lassen. Das heißt, egal was passiert, wenn der Server irgendwie abstürzt oder sowas, auch wenn ihr außer Haus seid, der Server läuft einfach irgendwie weiter und ihr seid außer Haus, in der Schule, keine Ahnung wo, und der Server stürzt ab. Kein Problem, er wird danach einfach wieder neu gestartet. Easy. Ist natürlich blöd, wenn irgendein Fehler ist, wodurch der Server immer wieder neu startet. Na klar, dann müsst ihr natürlich, wenn ihr dann irgendwann nach Hause kommt und seht, okay, der Server startet andauernd neu, dann solltet ihr das Ganze natürlich, wie gesagt, abbrechen und gucken, wo der Fehler liegt. Ne? Aber meistens stürzen Server ja ab, weil irgendwelche Mods sich aufhängen. Und dann ist es quasi ein Fehler, der ist einmal vorhanden und dann läuft der Server wieder. Solange bis die Mod wieder abstürzt, aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen ist das eigentlich so eine gute Lösung. Und das zweite Skript, was wir noch machen werden, ist ein automatisches Backup. Da können wir quasi auch nochmal jede Vorlage benutzen, weil dazu hatte ich auch schon was. Nein. So. Da, so habt ihr hier auch ein Backup-Skript. Das Ganze sieht dann so aus. Das werde ich auch Stück für Stück erklären. Wir können es aber schon mal reinkopieren. Bam. So, Backup. Ist wie folgt. Wir haben wieder ein Skript. Ne? Ganz klassisch. Dann wechseln wir für das Backup in das Verzeichnis hier rein. Das heißt, wir haben das Verzeichnis hier als Grundverzeichnis. Da ist ja dieser Ordner hier drin. Deswegen ist das unser Hauptverzeichnis. Da wechseln wir also rein. Easy. Und jetzt sagen wir, wir wollen diesen Ordner backuppen. Das heißt, wir wollen ein Archiv erstellen. Wir wollen, dass dieses Archiv komprimiert ist, und zwar mit dem, was wir hier angeben. Das heißt also, je nachdem, was wir hier angeben, wird TAR automatisch anhand dessen das entsprechende Komprimierungsprogramm selbst bestimmen. Damit er das tut, müssen wir noch ein A angeben. Und dann wollen wir dieses Archiv, wenn es fertig ist, in einer Datei haben. Das heißt File. Jetzt sagen wir, wo das Ding hin soll. Dann machen wir zum Beispiel temp.ddd. Dann halt noch den Dateinamen. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich werde es mal ein bisschen so anreißen. Das Archiv soll wie folgt heißen: Let's Play. Und dann das aktuelle Datum. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil. Wenn wir das aktuelle Datum haben wollen, dann müssen wir immer das Datum umändern. In dem Skript ist das natürlich scheiße. Aber wir haben ja Linux. Und bei Linux, also es gibt sowas garantiert auch unter Windows, aber keine Ahnung, wie es da läuft. Also unter Linux läuft das so. Das hier ist quasi ein Ersetzungsteil. Date ist quasi ein Befehl, der das aktuelle Datum zurückgibt. Bam. Und dem kann man bestimmte Parameter hinzugeben, sodass quasi das Ganze formatiert ist. Da hat man hier zum Beispiel das volle Datum plus die volle Uhrzeit, aber in maschinenlesbarer Schrift. Also so hier. Ne? Amerikanisch gute Datum. Dann der Unterstrich, den man hier sieht. Und dann amerikanisch gute
Uhrzeit. Ja, wobei, nee, ist nicht amerikanisch, ist deutsch, weil das hier ist eine 24-Stunden-Angabe und die Amerikaner arbeiten ja mit AM, PM, also 12 Stunden. So, und das Ding wird dann Teil des Dateinamens. Damit man das hat, muss man das hier nicht so hinzugeben, weil wenn wir das jetzt so nennen, dann würde unsere Datei genau so heißen. Das wollen wir ja nicht, sondern das ist ein Befehl, der uns den Dateinamen zurückgibt. Damit das dieses Skript als Unterbefehl erkennt, also Bash als Unterskript erkennt, müssen wir diese Zeichen hier vor und dahinter setzen. Jetzt weiß die Bash, also ich damit man das Ganze hier auch wirklich sieht, Alter, ist ja hier. Zoomen kann man hier nicht. Ist ja hässlich. Ich muss halt die Schrift ein bisschen herstellen. So. Diese Zeichen hier. Die sind ultra wichtig. So. Und jetzt wird praktisch genau dieser Teil dann immer durch das aktuelle Datum ersetzt. Das heißt also, unsere Datei heißt dann zum Beispiel Let's Play unterstrich 2012 22 unterstrich 5 Uhr 45 und 3 Sekunden. Irgendwie so. So, jetzt muss aber wie gesagt noch die Erweiterung rein, weil ein Archiv muss auch immer eine Erweiterung haben. Also .zip zum Beispiel unter Windows. Wir arbeiten ja hier aber mit ordentlichen Dateien. Und da wäre zum Beispiel .tar, .gz. Optimal. Das hier kann man aber abkürzen, und zwar indem man das hier weglässt. Heißt also, unsere Datei heißt dann zum Beispiel so hier. Bam. Let's Play unterstrich, Datum unterstrich, Uhrzeit unterstrich, .tgz. So. Und jetzt wissen wir also, unter was das Archiv gespeichert wird. Aber wir müssen ja auch noch angeben, was in das Archiv rein soll. Und deswegen müssen wir hier nochmal unseren aktuellen Ordner angeben, in dem wir uns befinden. Das machen wir, indem wir wieder sagen, aktueller Ordner ist unter Linux immer Punkt. Bam, perfekt. Und jetzt haben wir Folgendes. Also der Befehl kann jetzt wieder weg. Unser Skript ist damit fertig. Speichern. Mal wieder hier die Schriftart wieder ordentlich stellen hier. 32 ist für Hausgebrauch zu groß. So, Dankeschön. Und jetzt können wir sagen, achso, wichtig ist, wer ein Backup macht, bitte, während ihr das Backup macht, den Server immer runterfahren. Danke. So, das heißt, wir haben jetzt hier so, One, ne, Server läuft. Und jetzt sagt ihr, achso, wir machen mal ganz kurz mal, habe ich hier noch ein bisschen größer? Nein, habe ich nicht. Arschloch. Gut, dann mache ich es mal ein bisschen größer, damit ihr auch was seht. So. Easy. So. Nein, das wollte ich nicht. Das. So. Server läuft. Ne? Leute spielen darauf auf dem Server, alles schön und gut. Und jetzt sagt ihr, okay, eine Woche ist um. Jetzt wird Backup gemacht. Also, einmal Server runterfahren, bupp, abbrechen, bupp. Und jetzt Start One, Backup. Achso, Datei noch ausführbar machen. Berechtigungen, Zugriff hat jeder. So, Backup. Bumm. Fertig. Und schon habt ihr unter eurem Wunschverzeichnis, also Laufwerk hier, euer wunderschönes Skript mit dem Namen Let's Play, dem aktuellen Datum 2019, 8:31, wohl heute ist der 31. August 2019 und die aktuelle Uhrzeit 6.42 Uhr, ja, es ist noch nicht mal 7 Uhr, und 56 Sekunden. Und da ist jetzt alles drin, was ihr euch erwünschen könnt. Badam. Alles schön als eine kleine Datei. Und jetzt könnt ihr den Server, also wenn das Backup fertig ist, ist er jetzt fertig, könnt ihr einfach wieder One und schon läuft euer MyTest-Server wieder. Und das heißt, wenn ihr irgendwo im Spiel seid, also euer Server läuft gerade, können wir erstmal ganz kurz testen, wie lange ein Backup, ein gesamtes Backup dauert. Achtung, aufgepasst. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ganze 7 Sekunden. Ein gesamtes Backup. Tada! Und schon habt ihr pro Datum. Und deswegen auch genau diese Schreibweise, weil wenn ihr das genau in dieser Schreibweise habt, habt ihr quasi das Höherwertigste und das Niederwertigste. Und damit habt ihr, wenn ihr mehrere Dateien anlegt, das immer genau in der Reihenfolge, wie ihr das auch angelegt habt. Deswegen hasse ich es auch, dass die Deutschen ihr Datum immer so schreiben, heute ist der 31.08.2019. Weil das Problem ist, wenn ihr das so speichern würdet, dann würden die Dateien komplett durcheinander sein. Weil, der 31.09. zum Beispiel nach dem 1.10. kommen würde. Das heißt also, wenn jetzt, nächster Tag, also morgen zum Beispiel, dann wäre das dann ja 01.09. Das Problem ist, dadurch, dass der erste Wert kleiner ist als der Wert gerade eben, würde diese Datei, die morgen erstellt wird, dann vor der heutigen kommen. Und deswegen macht man das genau andersrum. Man gibt erst das Datum an, dann 08, dann 31, weil jetzt wäre das dann morgen 09, 1. Und damit ist der Wert hier größer als der 08 und damit ist die Datei auch am Ende, so wie es sein muss. Deswegen halt auch die Schreibweise. Tja, und damit sind wir durch. Wir haben unseren Server. Der Server ist online erreichbar. Der Server wird andauernd neu gestartet, wenn er abstürzen sollte oder ihr ihn runterfahrt, warum auch immer. Ihr könnt den Server aber auch richtig runterfahren, indem ihr den Neustart abbrecht. Und ihr könnt euren Server mit einem einzigen Befehl backuppen. Ist doch geil. Wichtig ist natürlich, wie gesagt, dass ihr die ganzen Pfade anpasst. Heißt also, ne? Halt. Ihr könnt weg. Heißt also, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel drin habt, bei Backup, hier müsst ihr natürlich den Pfad reinschreiben, wo ihr euers installiert habt. Ne? Genauso wie der Backup-Pfad natürlich auch. Klar. Also ich hoffe mal, das ist verständlich, dass man das so anpassen muss. Okay. Dann war es das jetzt quasi damit. Ja, das ist abgelaufen, leck mich. So, dann waren das jetzt die Automatisierungsskripte. Damit habt ihr das quasi genau das gleiche wie ich habe. Und das Geile an dieser ganzen Sache ist, ihr könnt quasi von diesen Ordnern hier, ne, ihr könnt jetzt diesen Ordner hier, also den Ordner BBB, den könnt ihr jetzt ein paar Mal kopieren. Und bei den Kopien braucht ihr einfach immer nur bei One hinten die Portnummer ändern, zum Beispiel auf 100 in meinem Fall jetzt. Dann müsst ihr für den Port 100 bei eurem Router wieder den Port freigeben und schon könnt ihr noch einen Server drauf laufen lassen. Natürlich dann auch mit einer anderen Welt, klar. Ich hoffe mal, das ist auch verständlich, dass pro Server eine Welt, weil wenn mehrere Server auf eine einzige Welt drauf zugreifen, dann ist mein Test tot, dann ist eure Welt kaputt und mein Test auch kaputt, dann ist alles kaputt, dann ist euer Rechner tot. Spaß, nein, aber es ist trotzdem, eure Welt ist dann kaputt, definitiv. Deswegen bitte, wenn ihr mehrere Server habt, pro Server eine eigene Welt. Ich hoffe mal, das ist auch logisch. Ja, und damit könnt ihr quasi beliebig viele Server raufziehen. Ihr braucht quasi einfach nur jedem Server eine eigene Welt geben und einen eigenen Port. Und damit könnt ihr dann, so wie ich habe, beliebig viele Server online haben. Perfekt. Und wenn ihr jeden Server noch eine eigene Home-Umgebung habt oder gebt, dann habt ihr auch alle Server voneinander jeweils schön getrennt, schön isoliert. So muss das sein. So, das war's dazu. Dann würde ich mal sagen, kommt als nächstes morgen dann ein Testspiel dran. Ich meine, gut, allzu viel möglich ist auf dem Server nicht, aber soll ja auch bloß ein Test sein, ob das Ganze wirklich wunderschön funktioniert. Oh! Wir haben bereits den ersten Gast. Ja gut, das werden wir dann morgen sehen.